geht ab, meine Friends, und willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Y. Spin the Wheel Lock Challenge, meine Friends. Wir sind stehen geblieben in der wunderbaren... Nee, wir sind nicht gar nicht in der Stadt. Wir sind auf Route Nummer 10 stehen geblieben auf dem Weg nach Chromlexia City, meine Friends. Genau, da sind wir. Und unser Team sieht wie folgt aus. Und zwar haben wir letztes Mal einen Visa-Knoss bekommen, haben das Ei von unserem Team genommen und... sind unsere Pokémon alle ein bisschen ab. High gegangen von Level her. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergehen wird in der jetzigen Folge, beziehungsweise im jetzigen Geschehen. Ich habe euch in den Kommentaren gefragt, beziehungsweise zum letzten Part, hey, Leute, was soll ich machen? Soll ich dieser Knoss rausschmeißen jetzt, weil die magische Miesmuschel eigentlich Nein gesagt hat? Und die meisten waren dafür, nein, du behaltest einfach im Team. Du hast ein Pokémon davor schon verloren durch die magische Miesmuschel und jetzt noch eins zu verlieren wäre ein bisschen unnötig. Und wir wollen dein Team auch nicht komplett wie ein Schweizer Kill zerlöchern. Wir wollen auch ein bisschen was da sehen von. Und wir gucken uns mal den Erik hier an, was er so zu zeigen hat. Was er uns hier zeigen will. Mit seinem Meditim mit Pampas Power und den Ohren des Todes. Dieser Knosp, der Frosch mit der Blume. Wir werden dir zeigen, was eine Hake ist. Okay, ab in den Garten und dann holen wir die Hake. Nee, Spaß. Wir haben mal ein Rasierblatt raus. Ist der, macht auf jeden Fall ein bisschen Damage. Gucken wir mal. Über die Hälfte ist noch ein Willensleser. Dein Wille ist was? Ich hab keinen Wille. Ich will dich einfach nur töten, Alter. Mr. Pampas. Scanner! Shit! Oh, played out skilled. Was sollen wir da machen? Nichts, Leute! Nichts! Und ich habe mir etwas Neues gekauft, Leute. Und zwar, ihr könnt es sehen vielleicht. Freut euch auf mehr Bohnen-Action. Die ist noch komplett zu die Packung. Da werde ich auf jeden Fall noch so einiges zu drehen müssen. Oder wer denn? Und ich habe auch so Bohnen gekauft hier. Das sind aber die normalen. Die kann man auch so ganz normal essen. Und nein, ich krieg dafür kein Geld, dass ich das hier zeige. Ich zeige das nur, keine Ahnung, warum auch nicht. Und wir wechseln hier, glaube ich, oder? Nö, das Ding ist zu fehl. Das Ding ist zu fehl, da bleiben wir drinnen. Bleiben wir einfach drinnen. Ja, ich will auf jeden Fall euch sagen, dass auf jeden Fall so ein paar Sachen bald kommen werden, die auf jeden Fall richtig witzig werden. Ganz klar auch Spin the Wheel Lock Season 2 wird bald losgehen. Ungefähr nach der dritten Arena wird es losgehen damit. Ihr könnt jetzt noch eure Regeln, die bald, also die ihr wollt, noch in die Kommentare schreiben. Ich werde die berücksichtigen dann, je nachdem, ob die gut sind oder ob ich die schlecht finde. Ob mehr Challenges reinkommen, weil wir hatten bisher keine Challenge. Und ich werde eigentlich Challenges machen, weil Challenges sind witzig. Deswegen, also freut euch auf jeden Fall drauf. Auf die Season 2. Ich habe mir da so einiges ausgedacht. Es wird dann als Season 2 starten und dann wieder ganz normal mit Part Nummer 1 und sowas halt. Bloß als Season 2 halt. Damit man das merkt, okay, es ist zwar die Spin the Wheel Lock, aber es ist halt eine andere Spin the Wheel Lock. Das hier bloß erweitert in dem Sinne. Und das habe ich mir ganz gerne halt gewünscht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Spin the Wheel Lock war echt, ist immer ein krasses Projekt. Was echt heftig auf dem Kanal eingeschlagen hat einfach. Ihr habt es alle gefeiert. Wer es nicht gefeiert hat, der hat... keine Ahnung, der war neidisch auf so ein Glücksrad, ey. Das habe ich mir selbst gebaut da und zusammen geschustert und gebastelt und... keine Ahnung, da steckt einfach voll viel Liebe drin und... ich merke gerade jetzt erst, dass hier meine Maus auf dem Ding hier ist. Und das gehört da auch nicht drauf. Danke. Und ich muss immer aufpassen hier. Ich habe hier einen Timer gestellt, Leute. Und irgendwann ist meine Pizza fertig. Ich habe eine Pizza reingeschoben vorhin, weil ich dachte mir so, hey... du musst gleich zur Arbeit, aber du brauchst eine Aufnahme für morgen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ey, machst du beides gleichzeitig einfach. Du kochst und backst und machst hier noch ein Part und dann backst du und produzierst du und das ist schon super nice. Und machen wir da, 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 da. Der Maglibunkel jetzt hier, Mister, ich habe coole Finger. Die Finger abhacken mit dem Lauch, Leute. Und ja, ich habe vor der Aufnahme extra im Kühlschrank geguckt, wir haben leider keinen Lauch zu Hause, Leute. Ich muss mir wirklich... wenn ich wieder Lauch-Action machen soll, Leute, dann muss ich ehrlich in den Supermarkt gehen und mir vorher einen kaufen. Soll ich nochmal Lauch-Action machen wie letztes Mal, Leute, wo ich den Lauch hatte? Wisst ihr das noch? Oh, die guten alten Zeiten von damals, Leute. Und die Mehrheit war für ja. Ja, Leute, wir holen uns jetzt Porenta. Und das ist der Lauch, mit dem ich ihn anfeuern werde. Ich war, glaube ich, einen halben Tag dafür unterwegs, nur um den verdammten Lauch zu kaufen. Soll ich sowas normal machen? Soll ich sowas normal machen, Leute? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Deswegen würde ich mal sagen, wenn da ordentlich Kommentare stehen, dann werde ich das auf jeden Fall auch tun. Wenn das Verlangen danach besteht, dass der Zero mit Lauch hantiert, dann wird der Zero natürlich die ganzen, seine Gegner lauchisieren, wie Lauro es machen würde. Wer bist du denn hier? Vor Sehenswürdigkeiten zu kämpfen, kennt sich auch als schöne Urlaubserinnerung in Puppen. Hm.
wo kann ich denn am besten kämpfen? Was eine schöne Erinnerung wäre. Leute, Gamescom! Kommt zur Gamescom, wir kämpfen dort. Das ist eine schöne Urlaubserinnerung. Ich verdresch euch alle. Weißt du, so, ey, Zero, yo, was geht? Und ich stehe da, ey, erstmal richtig ein, richtig gebasht. Und ich sehe gerade, dass mein Gamer wieder fast alle ist. Nice. Also, ne, also, wenn das Spiel meint, das wäre eine super, wunderbare Urlaubserinnerung, also, dann kommt ihr nach Hause, sagt eure Mutter so, hey, wie war dein Tag? Hast du es genossen, die Gamescom da mit den ganzen YouTuber-Spasten? Ja, der eine hat mir sogar aufs Maul gehauen. Super gemacht, Zero of Time, Alter, ganz klasse. Nee, sowas werde ich nicht tun. Und ich werde auf der Gamescom eh nur am Mittwoch, Donnerstag, Freitag sein, wenn das alles klappt. Vielleicht auch gar nicht, wenn wir keine Karten kriegen, weil, wie es aussieht, kriegt unser Netzwerk keine Karten mehr, das ist... super nice. Danke, Netzwerk. Und ne, ich versuche aber Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag da zu sein. Dann gucken wir mal, ob das alles klappt. Wenn nicht, dann ist mein Pech. Wenn doch, wäre halt ziemlich nice. Deswegen, schauen wir mal. Der Driftloon ist kaputt. Damit dankt das Ding schön ab. Und Jeans Level 25 schon, ey, das ist krass. Aber das Ding hat sich ja schon entwickelt, von daher. Alles okay. Und wir haben im Biesterknopf echt einen richtigen Sweeper am Start. Ne? Und ich habe gedacht, das Ding wäre immer shiny damals, aber das ist nur weiblich. Ich glaube, ich weiß, was für ein Video ich als nächstes mache. Ich wollte so ein Transgender-Video machen. Hab's aber irgendwie voll verplant. Und mach's dann jetzt morgen. Ich darf mir das bloß hier nicht vergessen. Zero, merkt ihr das? Wenn du jetzt nicht mit Rasibler triffst, dann machst du ein Transgender-Video. Okay, du triffst gut. Aber trotzdem mache ich so ein Video. Ich habe das geplant. Ich wollte das schon immer mal machen. Und mal wieder Top 5 für euch bringen. Weil viele haben auch in die Kommentare geschrieben, Sonne und Mond ist zwar ganz toll, Zero, aber wir wollen auch wieder Top 5. Leute, ich werde mir was ausdenken. Ich werde einen guten Mix aus beiden machen. Es wird als nächstes dann ein Top 5 kommen. Und danach wird wieder eine schöne Theorie kommen. Weil das feiert ihr beide. Und ich will das schon den beiden Leuten so ein bisschen was geben. Deswegen, ich will bis auf, wie gesagt, ich will auf meinen Kanal ein bisschen Variation bringen. Klar, kommen auch wieder Wi-Fi Battles. Das Ding ist halt bloß, ich bin jetzt gerade in der scheiß Schicht. Ich arbeite ab 14 Uhr bis 22 Uhr und da sind ja meistens schon am Pennen. Und Fanggruppe, oh nee. Oh nee. Paralyse ist immer mies. Aber wir setzen uns durch, klasse. Oh, der Damage ist in Ordnung. Das ist ganz gefällt mir. Wir sind nicht gut gestartet, deswegen können wir nicht getroffen. Das ist nice, kriegen wir schön Death Boost. Und Funksprung. Lass die Funke entsprühen. Lächerlich, mein Freund. Es war sogar ein Crit. Crit, Crit, was? Und er wird getötet. Im einfachen Eichhörnchen gefressen, Leute. Es geht nicht klar, ja? Voll uncool. Voll uncool, Adam. Das ist nicht gut. Wie sagt man zu den 20? Wir haben schon fast bis auf. Heavy Metal Hurricane ist das einfach. Was ich sagen wollte, was war das noch? Irgendwas wollte ich sagen. Vergessen. Ich vergesse es immer wieder, weil ich so viel laber. Wir sind in Chromlexia City. Mit Team Flair. Chromlexia, die Stadt der Steine. Achso, macht man das jetzt so? Chromlexia, die Stadt der Steine. Stein. Ach, hier ist er tatsächlich lang gelaufen. Jetzt spitz mal deinen Lauscher. Mit Hilfe der Steine auf Route 10 und eines riesigen Schatzes werden wir von Team Flair unser Ziel erreichen, wunschlos glücklich zu werden. Okay. Was machst du denn hier? Hast du Team Flair gesehen, Zero? Nö. Mach dir keine Sorgen. Fiedemann ist auch noch eine Möglichkeit, um deine Augen zu verbessern. Jedoch verstehe ich nicht, wo der Schuft jetzt bloß abgeblieben sein sollte. Achso, du hast Kontaktlinsen? Du hast ihn gesehen? Ja, der ist hier lang gelaufen, Blindschleiche. Okay, wir laufen gleich hier lang. Aber erstmal gucken, was hier noch ist. Ich finde das mega witzig. Die ganzen Häuser sind alle unbewohnbar. Beziehungsweise man kann da nirgendwo reingehen. Das ist voll scheiße. Man weiß schon so. Hey, die Scheiße wird explodieren. Oh mein Gott, ich bin müde. Darf nicht sein. Hallo, Mr. Fotograf. Ein Foto machen, bitte. So, wo machen wir es denn? Machen wir so. Kann man den Zoom verbessern? Das gefällt mir gut. Ich hab nicht geguckt! Nochmal.
Perfekt. So, jetzt haben wir auch geguckt, das sieht schön aus. So, Starfotograf, dann bewerben wir uns bei Germany's Next Topmodel. Vielleicht kriegen wir ein Foto von Heidi Klum. Trinkgeld. Pff, geh mal weg, Alter. Als ob du Trinkgeld kriegst hier von mir, den The Last of Time. Lucario! Alter, wir kriegen das ja geschenkt, ne? Sei so gut und tu ihm den Gefallen, ja? Lucario mal zwei. Und sie gleichen sich wie ein dem anderen. Du weißt aber schon, welches der beiden ein Narr an dir gefressen hat, oder? Ja, wahrscheinlich das, was mir am Arm kaut oder so, ne? Genau, wir kriegen nämlich von der Arenaleiterin hier, Arenaleiterin Connie, ein Lucario. Ah, wir starten mit dem falschen Pokémon, sehe ich gerade. Haben wir irgendwas gegen Lucario? Ich meine nämlich nicht. Ich setze mal Porenta ein. Ich weiß aber auch nicht, wie viel der wegstecken kann. Weil das Ding ist auch Typ Normalflug. Steigerungshieb. Nicht cool! Wie viel Schaden machen wir denn mit... Aeroas. Das wird gar nicht cool werden, habe ich das Gefühl. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, dass wir diesen Kampf hier nicht überleben werden. Mit einer dreifach gesteigerten... Metall-Sound, ey. Scheiße, scheiße, scheiße. Töte es, töte es, töte es. Rennt, tatata. Offenlegung, was macht das? Es ist jetzt schlau zu wechseln. Was ist, wenn ich Rentatata einfach nur mal aufheilen würde und gucken, was passiert? Aber dann noch mal wenn er dann noch einmal einen Steigerungstyp machen würde, dann sind wir am Arsch. Dann sind wir am Arsch. Bitte nicht angreifen. Offenlegung. Wie viel macht das? Nicht so extrem krass viel. Ich hoffe einfach, dass wir den nächsten Angriff überleben werden. Metal Sound. Oh mein Gott. Aber damit ist die Gefahr noch nicht gebannt, Leute. Sie hat noch ein Lucario. Das wird noch mieser. Okay, das ist dann. Huh! Plus 3, Lucario hätte Sweep-Potenzial des Todes. Er hat uns wirklich mit den Schwertern auseinandergenommen, nicht von Schwertans. iPhone 14. iPhone, du musst wachsen, Alter. Ich brauche endlich das vernünftige iPhone S oder so, wie das heißt. Lucario again. Weiß nicht, ob ich drin bleiben soll. Oder ich gehe einfach auf Jeans, dann kriege ich... Ja, ich gehe auf Jeans, ich gehe auf Jeans. Dann kriege ich einen Bedroher raus. Und der Bedroher ist minus 1 für den Gegner. Das ist super, das ist super nice. Das machen wir. So, erstmal Bedroher. Hast du Angst? Ja, du hast Angst. Aber ich merke, jetzt habe ich auch gar keine Attacken mehr. Ich kann Kopfnuss machen. Ja, das war's, aber Steigerungssieg. Er boostet. Alles keinen Sinn, ne? Oh, meine Pizza ist fertig! Oh, Leute, da bin ich wieder im Building und ich glaube, ich mache hier gerade so einiges falsch. Ich hoffe einfach, dass ich hier nicht bestraft werde und vielleicht mal die Paralyse oder sowas bekomme, aber es kapiert nicht. Es passiert nicht. Oh, shit! Oh, shit, 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 shit. Ja, das kann ich hoffen. Ich mache einfach ein paar Mal Schlecker, heile mich gegen und hoffe einmal, dass der Steigerungshieb nicht zu doll wird später. Das ist meine Taktik. Und dass ich irgendwann die Paralyse mal bekommen sollte, das wäre vielleicht auch mal ganz schön offenlegen. Wie viel Damage macht das? Oh shit, das war ein Crit. Ah, wir sind dabei. Komm. Oh Mann, warum kriege ich keine Para? Ja, ich will keinen Ball werfen. Ich will erstmal mich gegenheilen jetzt hier. Ja, sehr schwierige Situation. Ich habe auch gerade gegessen, bin voll gefräsen des Todes. Und vielleicht brauche ich auch einfach nur so eine Sensu-Bohne jetzt, glaube ich, Leute. Eine Sensu-Bohne.
Eine Bohne, die mir das Licht der Welt zeigt. Oh, es war Zimt! Der ist bei den leckeren Mogibohlen, die man überhaupt nicht so. Jetzt habe ich so Weihnachten bei mir im Mund. So, das ist so. Boah, Weihnachtsmusik und sowas höre ich schon, ey. Und was ist das denn jetzt? Oh, Leute. Das geht nicht klar. Das geht nicht klar, Leute. Ich darf kein. Ich muss einfach. Gibt es auch irgendwie so eine Hawaii-Bohne oder sowas, womit ich dann zu den Bahamas fliegen kann? Das wäre schön. So, ein Angriff noch, dann ist das Ding tot. Ich gehe aber safe für den Supertrank erstmal. Mach doch nochmal einen Schlecker und dann war's das mit dir, Loot zu dem Ario. Loot zu dem Cario. Hoffe ich wenigstens, dass es dann war. Metal Sound. Emma, take us on that cool Metal Sound. Wir haben ja auch mega coole Metallkarten hier, aber die kann ich euch noch nicht zeigen, Leute. Der habe ich. Das habe ich vorhin aufgenommen. Nein! Nein, 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 kein Trank. Was mache ich denn da? Ich mache hier gerade Arsmashing des Todes. Ah, ich muss hier einfach nur Schlecker-Smashing machen. Schlecker-Smashing! Ich stinke, ich hab Zimt gerade, ey. Das ist echt nicht so geil. Und da ist die Para! Da ist sie! Letzter verdammter Angriff, ey. Mann. Der ist trotzdem noch schneller! Alagay! Oh Mann, ey, das Lucario hat uns ehrlich fast gefressen, ey. Es war knappe Kiste. Woohoo! Knapp, aber Weihnachtsmann hat alles geregelt hier, Weihnachtsmann Zero. Und diese Knospe 28 schon, ey. Tschüss, Wachstum. Ne, du brauchst nicht wachsen. Du kannst höchstens ganz dick und fett werden. Dann bist du ein bisschen Floor. Das ist cool. Nach Tara ist einfach schon Level 30. Ja, ich glaube, ich muss. Ich darf den MP-Teil aber nicht ausmachen. Ich muss iPhone auf ein gewisses Level kriegen. Und nicht Level 15, sondern Level 30 oder sowas. Das legendäre Lucario, Leute, haben wir besiegt. Einfach so. Einfach so. Jetzt verstehe ich auch, warum Lucario dich so sehr mag. Sag mal, erinnerst du dich mehr an mich? Ich bin ja Rätin von Yantara City. Die Stadt wartet jenseits der Höhle auf dich. Oh, es ist nur ein Katzensprung. Also, bis später dann. Ein Katzensprung? Nein, ich werde es nicht in die Luft springen, meine Katze, Leute. Sowas werde ich nicht tun. Aber, Leute, ich werde jetzt hier die Folge beenden. Oh nein, Zero, warum tust du das? Leute, ich muss zur Arbeit. Ich muss. Der Weihnachtsmann muss tun, was der Weihnachtsmann tun muss. Auf in das Unsichtbare! Weihnachtsmann mobil! Wiedersehen!